Kannst ja schon mal Holz sammeln. Viel Holz. Ich sammle schon mal Holz. Ich baue hier schon mal Bäume ab. Und du versuchst mal reinzukommen. Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play auf Zwangfrost LP. Wir spielen Creativeverse mit dem Lars, Commander Lars. Der ist jetzt in den ersten paar Minuten, in der ersten halben Stunde wahrscheinlich, ist jetzt eine Weile lang nicht mit dabei, weil er Probleme hatte, in die Welt reinzukommen. Also lasst euch nicht stören, wenn es im Hintergrund ein bisschen nach Lars klingt. Ja, also er hat so ein bisschen Verbindungsproblem gehabt und ist im Hintergrund die ersten paar Minuten nur zu hören. Später kommt er dann noch mit dazu. Ja, also viel Spaß euch jetzt mit Creativeverse. Zu zweit mit Zwangfrost und mit Lars. Ach schön. Dieselben Schwerkraftsgesetze wie in Minecraft. Och nö. Da kann ich eigentlich so hoch springen. Das ist saugefährlich. So, hops. Schon in eine Höhle reingegangen oder was? Nö, ich bin gerade auf einem Baum. Stehe oben auf einem Baum und baue den Baum von oben ab. Hahaha, das dauert. Ja, wird auch noch ein bisschen dauern, bis du mal endlich hierher findest. Ja. Bin gut sichtbar oben auf einem Baum. Welch muss man die Map erstmal so einstellen, dass mehrere drauf können, oder wie sieht das aus? Ich müsste es doch joinen können. Lars kriegt es nicht gebacken. Das Spiel kriegt nichts gebacken. Ja, das stimmt. Mal schauen, ob das heute noch was wird. Sonst hier die erste Folge ohne Lars. Ohne mit Lars. Ohne mit Lars, das finde ich gut. Ja. Mein Gott. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Begrüßung schon machen sollte, ob ich schon anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich das am Ende schneide. Deswegen. Ja. Ich habe viel Laub. Ach, davon werden wir genug haben später. Als ich mir das Spiel installiert habe, wollte ich schon mal gucken, ob sich das anbietet, ob das Spaß macht. Bin dann kurz mal reingejoint und habe schon mal aus Laub eine Brücke gebaut. Deswegen. Toll. Ja. Die habe ich dann wieder abgebaut, weil man kann hier in einer kostenlosen Version leider nur eine Map erstellen. Also, ja. Da drüben stehen auch schon zwei Vasen, zwei Urnen. Kannst du wieder einsammeln und verschwinden die. Ja. Stehen auf der anderen Seite des Flusses.
kann auch Sachen löschen, wenn man sie nicht mehr braucht. Das ist das Gute hier. Na, was läuft denn bei dir da falsch? Ich hab keine Ahnung. Du warst ja schon mal drin, oder? Bist du schon mal? Ja. Daran liegt es nicht, dass du das Passwort falsch eingegeben hast oder so. Nö, ich war schon in der Welt drin, so beim Verlassen das Spiel abgestürzt. Ach so. Und jetzt fehlt es nicht mehr so wirklich. War das nicht immer bei dir so? Das war das nicht so bei hier. Ah, verdammt! Ich sterb hier gleich. War das nicht bei dir auch bei Among Us so, dass da mal irgendwie dass das Spiel dann abgestürzt ist? Oder wo war das? Ich meine, das kommt mir bekannt vor. Ja, war flat. Gut, inzwischen baue ich hier den Baum ab. Wir haben dann schon ein bisschen Holz. Okay, das Laub ist weg. Fallschaden. Gibt's leider Fallschaden. So, Baum abgebaut. Es wird schon Nacht hier. Ich suche da schon mal einen Unterschlupf. Ich baue mich dann schon mal irgendwo ein. Ich habe noch kein Schwert, ich habe nur diesen Stock, mit dem ich mich verteidige. Hier. Ach süß. Kleines Ding. Na, meinst du, wird das noch was? Ja. Ich baue hier gerade mal einen Schutz vor der Nacht. Eine Fackel habe ich noch nicht. Müsste ich gerade mal craften. Wie craftet man die denn? Sehr schön. Warte mal kurz, ich mach dir hier ein Licht hin, damit du mich siehst. Damit du siehst, wo du hin musst. So. Hab
draußen an die Höhle mal ein Lammlicht drin gemacht. Und es dann doch nochmal schaffst, dass du hinkommen kannst. Derweil ein Unterschlupf. Creative ist heute ohne Lars mit Lars. Noch nicht anmoderiert habe, welches Spiel wir hier spielen, falls das noch nicht klar geworden sein sollte, falls ich es noch nicht irgendwie im Schnitt noch vorher eingeblendet habe. Tradeworks. Ich glaube, jetzt kann ich es mal langsam ankündigen. Ein kleines Let's Play Together Projekt, beziehungsweise Let's Play Projekt. Meinem Kanal. Das sieht doch hier schon ganz heimlich aus. Da greift mich was von hinten an. Wie sind das Ding da reingekommen? Raus mit euch. In meinen Unterschlupf gekommen. Sterb hier noch. Nachtkreaturen im Unterschlupf. Ich muss gleich mal das Fenster zu machen. Take over. So, ich habe schon ein bisschen Fleisch. Hübsch. Draußen wird es bald wieder Tag. Naja, noch ist nachts. Wird gleich schon wieder hell. Stündchen dauert es noch. Verteidigen den Ausgang. Lässt der Lars mich hier alleine? Ja. Muss hier die erste Nacht allein überleben. Der Miese. Der läuft aber komisch. Der Charakter. Wenn er rückwärts läuft, sieht das ziemlich ulkig aus. Dann schon mal versuchen, was zu craften. Extractor, ganz viele. Stone Mining Saw. Da brauchen wir noch Wood Slab und so weiter. Das braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Da brauchen wir noch ein bisschen Stone Slab. Müssen wir erstmal Slabs herstellen. Das ist ja kein Thema. Slab. Mein Wood Chest. Wo stelle ich die Slabs her? Tinker. Favorit. Slabs.
stellen wir Slabs her. Gab es da nicht so eine Maschine für? Ich hab doch jetzt schon 5-6 Folgen beim Gronkh geguckt. Oh, musst du bauen? Da brauche ich doch so eine Maschine für, so eine Schneidemaschine. Für die Slabs. So funktioniert das doch hier, oder? Oder nicht? Doch, bauen. Guckst ins Crafting-Menü, da siehst du alles. Hm. Ja, wir spielen ja hier natürlich die kostenlose Version. Erstmal. Dev-Statue. Hm, Small Capture Block, Medium Capture Block, Large Capture Block. Nee, das ist es nicht. Hm. Blueprints vielleicht? Nee, das tut's nicht. Das sind die ganzen Sachen aus der Lobby. Die könnte man sich dann später noch. Die ganzen Häuser könnte man sich dann noch klauen. Hm, ich habe hier nur eine Leiter. Habe ich wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet. Das mit dem Slabs machen. Hm, wie ich die tun kann. Draußen wird es wieder Tag. Ich kann wieder rausgehen. Ein Bild zu sammeln. Juma. Oh, ich habe schon ziemlich viel Schaden bekommen. Oder brennt irgendwas? Ich werde hier angegriffen. Ich bin hier gleich tot. Ich bräuchte mal jemanden, der mich verteidigt. Wird das bei dir noch was? Ich weiß es nicht. Ich hab doch eben gerade irgendwas blau gebannt. Das war doch hier. Eine riesen Heuschrecke. Gut. Ich bin gerade wieder einen Baum abbauen, aber braucht man eigentlich gar nicht. Hab schon einen Baum abgebaut. Dann war doch schon genug. Ich habe mal wieder so ein grünes Ding, was gerade verschwunden ist. Blaues Ding. So, neue Rezepte bräuchte ich. Um mal Slabs zu machen. Diese Slab-Maschine bräuchte ich. Das kann doch nicht so schwer sein. Back. Blueprints, Map. Sorry, dass ich so ein Anfänger bin. Spielt das Spiel quasi gerade zum ersten Mal. Lars macht jetzt Backseat Gaming. Hm. Find's übrigens cool, dass man hier zwei Blöcke hochspringen kann. Drei. Aus dem richtigen Winkel. Verschwindet das blaue Wesen hier schon wieder. Das sind Geisterschwein. Ein bisschen Honig sammeln.
passiert denn da? Es ist doch hier. Ich meine, zwei Dev-Status. Ein Baumstamm mit Loch. Ich mach schön wieder zu machen. Gut. Gibt's noch Rosenkohl? Ups, Gras. Ich habe ein bisschen Gras gesammelt. Falls du dann doch mal online kommst, kannst du dir mal rein, kannst dir mal eine drehen. Was? Ah, ja. Crackwood sammeln, um diesen Schneidedings zu erhalten. Das Rezept habe ich noch nicht freigeschaltet. Fischi. Das Lab-Ding muss ich erstmal freischalten. Die Website ist so schrecklich. Scheiße übersetzt, das ist halt, was ich gerade durchlese. Ein gewöhnlicher grauer Stein. Mhm. Was habe ich hier? Stone. Ja, haben wir noch. Ach so. Meine Sprintenergie. Crackwood. Ah, Prozession. Sehr gut, musst du nur ein bisschen Holz abbauen. Ich habe bisher nur helles Holz abgebaut. Sehr gut. Ich kann jetzt den Prozessor herstellen. Hat jetzt ein bisschen gedauert, bis dahinter gestiegen bin. Ich lasse jetzt den halben Baum stehen. Das reparieren wir dann später noch. Jetzt erstmal zurück zur Höhle. Es wird wahrscheinlich gleich mal abends werden. Jetzt habe ich mich hier verirrt. Da drüben ist die Höhle. Ja, genau. Lars, bist du noch dabei? Lars noch vorbei. Dabei der Versuch noch mit reinzukommen. Dann machen wir hier mal schon mal einen Extraktor. Ich mache mich hier schon mal häuslich in der in der Höhle. Kann man später alles mitnehmen. Extraktor. Craft. Sehr gut, jetzt können wir Slabs erstellen. Okay, wir brauchen jetzt erstmal the bag. Tun wir erstmal das hier. So. Mach jetzt die ganzen Erfolge ohne dich. Tja.
ganz alleine hier. So, Holz. Sehr gut. Bisschen Stein. So, hier ein bisschen Stein und ein bisschen Holz gesägt. Es wird schon der Abend. Abend des zweiten Tages. So, Stone Mining Sau. Da brauchen wir jetzt erstmal noch Kohle. Muss Kohle sammeln gehen. Das tun wir am besten morgen. Jetzt muss ich mich hier wieder einbauen. Hoffen, dass ich die nächste Mal Nacht überlebe. Und ich versuche mich dabei schon mal runter zu kramen und hier schon mal noch Kohle zu suchen. Wenn das hier wie in Minecraft ist, dann müsste man die Kohle doch hier relativ weit oben finden. Da müsste ich mich doch nicht lange runtergraben. Das müsste doch relativ bald zu finden sein. Und wahrscheinlich nicht hier in unserem Unterschlupf. Schwein. Das kann ich doch bestimmt füttern, das Schwein. Ich habe das Schwein gerade mit Schweinefleisch gefüttert. Alles klar. Nein, nicht weggehen. Würde nicht wehtun. Ich habe hier bestimmt noch Pilze. In der Bag. Pilze. Schwein. Geblieben. Irgendwie nicht. Ich habe es noch nicht rausbekommen, wie ich das Schwein füttere. Abend. Vielleicht können wir ja auch irgendwann mal ein Bett craften. Das wäre ganz interessant. Müssen wir nicht mehr in die Nacht überleben. Kohle. Das gehe ich dann wohl mal irgendwo in eine Höhle rein. Mining Cells, das klingt doch erstmal interessant. Eine Wood Chest. Ein Holzschwert. Warum nicht? Damit haben wir das Steinschwert freigeschaltet. Da brauchen wir noch ein bisschen was für. Klopapier. Ich habe Klopapier. So, wo ist das Holzschwert? Ah, das habe ich schon ausgerüstet. Sehr schön. So muss das sein. Ich glaube, die Platte können wir auch schon mal irgendwo platzieren.
Touchstone. Teleporting Location. Allow other players to travel here. Ja, da kannst du dann dich hin teleportieren. Sehr schön. Ich kann mich auch selbst wieder in die Höhle teleportieren. Ich jetzt mal hier rausgehe und in der Wildnis verloren gehe. Teleport. Hübsch. Sehr gut, dann können wir hier mal, können wir später ins Haus stellen. Und wenn wir auf Wanderung gehen oder in der Höhle verloren gehen, können wir uns dann wieder zurück teleportieren. Der Ofen. Da brauchen wir Bedrock für. Und Woodslab. Denn Woodslabs kann ich herstellen. Da habe ich noch genug. Woodslab. Wenn es mal wieder Tag würde, könnte ich mal nach Kohle ausschalten. Dann könnte ich mal meinen neuen Handschuh, den meinen Handschuh mal erstellen. Lars muss das dann alles offscreen nachholen. Sich den neuen Handschuh und die neue Schwertsache. Schwertsache, genau. Erstellen. Du hast es noch nicht geschafft rein zu joinen, oder? Lars hat es noch nicht geschafft. Ist noch nicht drin. Deprimierend.